Der Kollege Markus Kurt, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die BIMA ist jetzt wieder einen Schritt weiter oder kann wieder einen Schritt weiter sich entwickeln mit diesem Gesetz. Sie ist vor roundabout 20 Jahren gegründet worden, eher als eine Art von Abverkaufs- und Privatisierungsgesellschaft, hat sich dann schon bereits in den letzten Jahren seit 2017 auch zu einem aktiven Akteur mit Blick auf den Wohnungsmarkt und Flächenentwicklung auch insbesondere entwickelt. Und mit diesem Gesetz schaffen wir die Voraussetzung, dass die BIMA diesen Weg weitergehen kann und eine aktive, dauerhafte Rolle hier im Immobilienbereich spielen kann. Und die baupolitischen Ziele haben wir noch mal klar am Anfang an Paragraph 1, Herr Uhl, auch formuliert, wenn Sie sagen, die könnten dann nicht wieder eingehalten werden. Wir haben klar gesagt, dass die BIMA die Aufgabe hat, Bau-, Wohnungs-, Stadtentwicklungspolitische und ökologische Ziele des Bundes zu unterstützen. Und das ist der Rahmen, in dem die BIMA sich zukünftig bewegen und agieren wird. Und das Schöne ist, wenn man mit den Verantwortlichen dort spricht, sie wollen das auch. Und ich will auf einen Aspekt in dem Maßgabebeschluss in meiner knappen Redezeit aufmerksam machen, der auch Gegenstand von durchaus strittigen Gesprächen war, was ja normal ist, auch in einer so diversen Koalition, wie wir sie haben. Im Koalitionsvertrag ist eindeutig formuliert worden, dass wir der BIMA auch die Aufnahme von Krediten ermöglichen wollen. Und demgegenüber steht natürlich die Einhaltung der Schuldenbremse. Und da gibt es in der Tat auch noch politischen Gesprächsbedarf, den wir aber, glaube ich, sehr konstruktiv, Florian Tonka, auch klären werden. Und in dem Maßgabebeschluss ist noch mal festgehalten, dass jetzt geprüft wird, welche Möglichkeiten es für eine verstärkte Nutzung von Tochtergesellschaften und Gesellschaftsbeteiligungen gibt, um den Hebel der BIMA noch stärker und länger zu machen. Und wir werden sicherlich wieder hier über die weitere Entwicklung gemeinsam diskutieren. Dies ist ein weiterer Schritt, ein erstes Wecken. Vielen Dank, Herr Kollege Kurt. Das Wort hat nunmehr die Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke.